Der Thai-Österreicher Nico hat große Pläne. Halt Millionär. Jeder will ja Millionär sein. Janine ist das schon. Die Schülerin aus Steinfurt ist mit 16 Superstar. Ich wollte halt schon, seit als ich ganz klein war, eine Sängerin werden. Und ja, also heute bin ich schon eine Sängerin hier in Thailand. Catherine dagegen inszeniert sich gerne als asiatische Kim Kardashian-Kopie. Wenn du anders bist, nehmen sie dich schon so mit einem Wow an. Sie alle sind deutschsprachige Durchstarter, die in ihrer Wahlheimat Thailand erfolgreich sind und ihren Traum leben. Allerdings hat er auch Schattenseiten. Wir erzählen vier außergewöhnliche Erfolgsgeschichten aus der Millionenmetropole. Hier ist Big in Bangkok. Hi Taff, ich bin Janine Weigel. Sawadee-ka. Wir sind in Thailands turbulenter Hauptstadt Bangkok mit fast 9 Millionen Einwohnern und treffen den Teenager als erstes deutsches TV-Team. In einer bewachten Wohnanlage nahe des Flughafens wohnt Janine mit ihrem deutschen Vater Rainer, der thailändischen Mama Niraya, 4 Hunden, 8 Katzen und einem Goldfisch. Ihr Tag startet typisch deutsch mit einem Leberwurstbrot. Ich mag Gouda, Salami und ja, Leberwurst. Das esse ich fast jeden Morgen früher, als ich in Deutschland war. Janine Paravee Weigel ist Thailands erste YouTube-Millionärin mit mehr als 1,8 Millionen Abonnenten und über 300 Millionen Klicks. Sie hat fast 2,5 Millionen Facebook-Fans, ist als Schauspielerin, Model sowie Sängerin in Asien ein Superstar. Jetzt startet sie international durch, sorgt sogar in Deutschland für Schlagzeilen. Was sie nie gedacht hätte. Es ist halt immer noch unfassbar, dass ich jetzt in Bangkok bin und dass ich jetzt Musik mache, eine Sängerin bin und auch noch meine eigene Single habe. Geboren und aufgewachsen ist Janine in Steinfurt bei Münster. Ihre Eltern lernen sich im Internet kennen. Ihr großer Vorteil, sie wächst dreisprachig auf. Mit dem 60-jährigen Papa redet sie Deutsch, mit der 45-jährigen Mama Thai. Ihre Eltern verständigen sich auf Englisch. Im Sommer 2010 wandert die Familie nach Thailand aus wegen des Wetters. In Bangkok bekommt sie Privatunterricht, fängt an zu singen und entdeckt das Internet für sich. Covert 77 internationale Hits, darunter Songs von Justin Bieber, Miley Cyrus und Rihanna. Eigentlich war es Mamas Idee, YouTube anzufangen. Die hat gesehen, dass da halt auch viele Leute Covers machen und die wollte auch, dass ich mal Covers machen sollte. Also ich mochte das auch schon, also habe ich einfach ja gesagt. Mama Niraya hat nicht nur den richtigen Riecher, sie vererbt der Tochter auch das Talent. Ich bin Techniker, von mir kann es nicht gekommen sein. Die Mama hat früher in Thailand auch schon ein bisschen gesungen, also auch auf kleineren Veranstaltungen aufgetreten. Und sie hat auch schon mal also, Songs geschrieben dafür, Sängerinnen in Thailand hier. Für Janine geht's dann sehr schnell. Mit 11 wird sie Drittplatzierte einer TV-Castingshow für Nachwuchssänger. Mit 12 bekommt sie einen Plattenvertrag und schon ihre zweite eigene Single Away landet auf Platz 1 der thailändischen Charts. Hey, 2013 startet sie ihren eigenen YouTube-Kanal, knackt mit ihren 77 Covern wenig später als erste Privatperson Thailands die Millionen-Klick-Marke. Ihre Coverversion von See You Again wird in nur 6 Monaten über 27 Millionen Mal angeklickt. Sogar in Hollywood wird man jetzt auf sie aufmerksam. Ja, vielen Dank an Ashton Kutcher und auch noch an Lil Wayne und Bella Thorne auch. Also es ist wirklich unfassbar. Wofür genau sie Ashton Kutcher und Co. dankt, erklärt sie uns gleich. Statt auf Star Power setzt er auf sein Spaceship und hebt der Wing ab. Der Thai-Österreicher Nico Wokurka inszeniert sich gerne als Rich Kid auf Instagram und Facebook, posiert am liebsten im Anzug und steht auf Statussymbole. Geboren wird der 23-Jährige in Wien, zieht mit 6 nach Barcelona. Sein Deutsch ist daher etwas holprig. Jetzt startet er in Big in Bangkok als Businessman durch, entwickelt mit seinen Freunden ein neues Programm für den Aktienhandel. Angeblich macht er mit Investoren Geld, Millionen. Bart. So, unsere Company, wir kaufen Sachen. Und wir verkaufen es. Also, halt, wir reden über Exchange Money, Currency, halt über das ganze Geld auf der ganzen Welt. Halt.
Ja, Nico steht auf Geld, auch wenn er nicht verrät, wie viel er verdient. Fürs Büro mit 5 Angestellten im 20. Stock eines Hochhauses reicht das aber. Außerdem hat er sich gerade ein Haus gekauft, in einer Luxuswohnanlage mit Pool und, na klar, Mercedes. Er liebt natürlich teure Autos, postet das auch gern. Sein Ferrari ist gerade in der Werkstatt, ein weiterer Wagen schon bestellt. Kaufe ich noch einen Mercedes-Benz, aber eins, wo du den Dach rausnehmen kannst. Also ein Cabrio, was genauso Luxus ist in Bangkok wie seine 150 Quadratmeter mit thai-typischer Außenküche und 2 Hausdamen, die ihm auch die Wäsche bügeln. Dabei fing er mal recht arm an. Vor 6 Jahren kommt er mit wenig Geld und der thailändischen Mama nach Bangkok, um bei den Großeltern zu sein. Sein österreichischer Papa Wilhelm, der auf Tattoos und Thai-Boxen steht und auch den Sohn trainiert hat, lebt in Wien. Kommt jedoch oft zu Besuch, vor allem nachdem Nikos Mama 2013 verstarb. Der damals 20-jährige Nico bleibt in Bangkok, weil er als Model entdeckt wird. Erster Job Werbung für Gesichtswaschcreme, dann bekommt er sogar Serien- und Filmangebote. Doch Nico will mehr, nämlich mega schnell Kohle machen, wofür er sich was Spezielles bauen lässt. Okay, jetzt gehen wir auf mein Spaceship. Also gehen wir mal. Ja, im ersten Stock hat Nico einen Hochsicherheitstrakt für mehrere tausend Euro eingerichtet. Eintritt nur mit Fingerabdruck ins, voilà, Spaceship. Schon drin Lucky und Eddie, seine Geschäftspartner und Mitbewohner. Lucky alias Aparuk lernt Nico vor 5 Jahren im Internetcafé kennen beim Zocken. Eddie ist aus Ungarn und modelt nebenbei wie Nico. Jetzt hoffen die drei mit ihrer Geschäftsidee das große Geld zu verdienen. Auch ein anderes Familienmitglied von Nico ist fürs Geld nach Bangkok gekommen und lebt 5 Kilometer entfernt in diesem Hochhaus im Zentrum der Millionenmetropole. Hallo, komm rein. Das ist Catherine Jaheen, kurz Sisi, Nikos Schwester und unschwer zu erkennen Make-up-Artistin. Die 25-Jährige arbeitet jahrelang in L.A., bevor sie Big in Bangkok durchstartet. Ich habe prominente Leute geschminkt, sehr oft sogar. Thailändische Schauspieler und junge Models ist schon sehr einfach hier in Thailand zu bekommen. Zu schminken ist nicht so ein Big Deal wie jetzt Kate Moss. Egal, denn Sisis Lieblingsmodel ist ohnehin sie selbst. Sie inszeniert sich gerne als asiatische Kim Kardashian-Kopie in den sozialen Netzwerken. Doch ohne Make-up ist sie ein ganz anderer Mensch. Ihr markantestes Markenzeichen, die XXL-Augenbrauen. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag diese richtigen, dicken, schwarzen Staple-Augenbrauen. Ich finde, also ohne Augenbrauen gehe ich überhaupt nicht aus dem Haus. Fitness, zum Supermarkt, whatever. Also ich muss immer meine Augenbrauen drauf haben. Und obwohl sie in Bangkok gutes Geld verdient, will sie hier nicht lange bleiben. Ihr Herz hängt woanders. Mein Ziel ist jetzt wirklich New York Fashion Week, LA Fashion Week, also Amerika. Auch Asien-Superstar Janine Weigel würde gerne in Amerika Fuß fassen, hat da sogar schon berühmte Fürsprecher. Einer davon ist Ashton Kutcher. Den hat ihre Coverversion von See You Again mit über 27 Millionen YouTube-Klicks so beeindruckt, dass er sie auf seiner Facebook-Seite teilt und schreibt, kaum zu glauben, dass diese tolle Stimme zu diesem Mädchen gehört. Auch andere Stars wie Lil Wayne und Bella Thorne schwärmen vom Mädchen mit der Superstimme. Also als erstes habe ich das erstmal nicht geglaubt, aber danach bin ich auf Ashton Kutchers Facebook-Seite da hingegangen und der hat das wirklich geteilt. Ja, es ist ziemlich verrückt, also auch schon unfassbar. Aufgenommen hat Janine den Song übrigens in ihrer Küche auf diesem Stuhl. Morgen bei Tafel mit 16 finanziert Janine ihre ganze Familie, wird von Fans in Vietnam, Kambodscha und Thailand gefeiert. Doch der Erfolg hat seinen Preis. Jetzt arbeite ich fast jeden Tag. Dagegen muss Model Pailin aus Nürnberg in Thailand gegen viele Tabus kämpfen. Also wenn Mädchen ein Tattoo haben, hier von der Kultur her, denken die dann, böses Mädchen, raucht, säuft, trinkt. Big in Bangkok, morgen bei Tafel.